Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Robert Klink und heute geht es mal um das Nahrungskonzept beim Tracking, die generelle Verpflegung unterwegs und wie wir das so effizient wie möglich gestalten können. Bei einer Mehrtageswanderung und einer langen Tracking-Tour haben wir natürlich einen erhöhten Kalorienbedarf, einen viel aktiveren Kalorienbedarf, den wir so zu Hause vielleicht auf der Couch haben. Da kann man schon mal 1000 bis 2000 Kalorien pro Tag mehr einrechnen. Und das muss man natürlich zu sich nehmen wegen der Tour und möchte natürlich dabei so effizient, lecker und leicht wie möglich vorgehen. Auf der Suche nach den richtigen Lebensmitteln sollten wir immer schauen, dass diese so viel Kalorien auf 100 Gramm haben wie möglich, uns auf jeden Fall eine Menge Abwechslung bieten, schmecken, aber auch die richtigen Makronährstoffe und vielleicht Vitamine sogar drin haben, damit es auch eine gesunde Angelegenheit ist und uns die Nahrung auf jeden Fall auch viel Kraft auf dem Trail gibt. Von den drei Makronährstoffen Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate haben Fett die meisten Kalorien, gefolgt von Eiweiß und zum Schluss die Kohlenhydrate. Man sollte mal darauf achten, dass man viel Eiweiß auch zu sich nimmt. Das hält einen die mehreren Tage auf jeden Fall fit, hilft den Muskeln dabei zu regenerieren. Fett ist natürlich auch immer gut, weil wir da am meisten Kalorien pro Gramm haben, sehr großen Brennwert haben, was den Körper auch vor allem in der Nacht bei so einer Outdoor-Übernachtung schön warm hält. Kohlenhydrate eignen sich und vor allem Zucker immer sehr gut, um kurzlebig Energie zu bekommen. Wenn ich vielleicht am Tag in der Pause gerade nicht so viel Energie habe, dann hilft so ein zuckerhaltiger Riegel oder ein Getränk auch dann mal schnell für eine Stunde oder zwei. Danach flacht die Leistung allerdings relativ schnell auch wieder ab. Deswegen versuche ich immer darauf zu achten, möglichst fett- und eiweißhaltige Lebensmittel bei Mehrtagestouren mitzuhaben und schaue, dass die Produkte, die ich da auswähle, mindestens 400 Kalorien auf 100 Gramm oder mehr haben. Gehen wir also nur von Lebensmitteln aus, die mindestens 400 Kalorien auf 100 Gramm haben, kann man so sagen, dass 700 bis 800 Gramm reine Lebensmittel pro Tag schon ein guter Wert sind. Das wäre dann übertragen so etwa 3200 Kalorien. Aufteilung wäre ungefähr 150 Gramm bis 200 Gramm beim Frühstück, würde ich sagen, 250 bis 300 Gramm mittags oder den ganzen Tag über als kleine Snacks und abends nochmal eine größere Mahlzeit vorm Schlafen gehen, auch nochmal 250 bis 300 Gramm. Ja, und diese 800 Gramm Lebensmittel wären dann, wie gesagt, 3200 Kalorien, was bei den meisten Leuten bei einer Tracking-Tour ein leichtes Kaloriendefizit darstellen sollte. Also es kann auch schon mal sein, dass man da über 4000 Kalorien kommt, wenn man wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends draußen und sich nur bewegt, wahrscheinlich eine Menge Anstiege auch teilweise hat. Aber dieses leichte Kaloriendefizit, das holt der Körper sich dann eben von den Reserven, die er am Körper hat, durch die Fettreserven. Und ich würde sagen, für Tourlängen so unter 2 Wochen ist das auch nicht schlimm, ein leichtes Kaloriendefizit zu haben. Man merkt das eigentlich nicht bei der Leistung, man nimmt noch ein bisschen ab. Bei Tourlängen, die jetzt aber länger als 2 Wochen sind oder Monate gehen, da würde ich dann schon darauf achten, dass man spätestens ab ein paar Wochen dann wirklich ein bisschen höher mit den Kalorien auch geht, sodass man nicht deutlich abnimmt. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Tour von 10 Tagen planen würde, dann wären das bei 800 Gramm jetzt in unserem Beispiel 8 Kilo Nahrung, die ich so für die 10 Tage bräuchte. Und wenn ich ein reines Basisgewicht von 5 Kilo beim Ultraleicht-Tracking habe, dann starte ich dann mit 13 Kilo, was schon erstens sehr, sehr schwer ist und auch eine Menge Platz im Rucksack erfordern würde. Also da würde ich wahrscheinlich mit 60 Liter plus rumlaufen müssen. Deswegen empfehle ich maximal 2 bis 4 Tage immer einzuplanen und dafür Lebensmittel vorzusorgen. Und wenn das dann abgelaufen ist, muss man schauen, dass man dann Lebensmittel nachkauft. Also entweder bei einem Supermarkt oder bei irgendeinem Store, den man vorbeikommt, gezielt Lebensmittel nachkauft. Oder wie ich das zum Beispiel auch jetzt in Schweden gemacht habe oder das andere Leute auf anderen Longtrails auch machen, ist, sich vorher die gekaufte Nahrung dann an den Punkt, wo man nach 4 Tagen zum Beispiel ist, hinzuschicken und die dann wieder in den Rucksack zu nehmen und ab da nochmal 4 Tage weiter zu wandern. Fangen wir mit der wichtigsten Mahlzeit, nämlich der Abendmahlzeit und meines Erachtens die wichtigste Mahlzeit, weil die mich natürlich bei kalten Nächten über die Nacht bringt. Also das, was ich da esse, die Kalorienmenge, die wärmt mich dann auch im Schlafsack. Wenn ich zum Beispiel mal nachts aufwache, mir ist zu kalt, dann hilft es auch oft noch was zu essen, damit man dann auch mal ein bisschen den Ofen des Körpers quasi anheizt. Ja, und generell eignet sich gefriergetrocknete Nahrung jetzt nicht nur abends, sondern in allen Bereichen immer sehr, sehr gut. Also Nahrung, wo das komplette Wasser entzogen ist, ich dann nur Wasser zum Kochen hinzugebe und dadurch eine Menge Gewicht sparen kann.
Und bei den meisten Leuten würde ich sagen, ist abends auch so die einzige warme Mahlzeit. Und ja, deswegen fange ich mal damit an. Man kann sich natürlich entscheiden, ob man auf gefriergetrocknete Nahrung verschiedener Outdoor-Hersteller zurückgreifen möchte oder ob man sich einfach ganz klassische Sachen vorher aus dem Supermarkt mitnimmt. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Fertigprodukten gemacht, auch wenn die teils ein bisschen teurer auf jeden Fall sind. Aber das, was man da an Gewicht spart und auch ja, vom Geschmack her hat und auch von der Zeitersparnis und vom Stauraum, wertet das meiner Meinung nach wieder ganz gut auf. Falls ihr mal ein paar Tracking-Touren von mir gesehen habt, dann wisst ihr schon, dass ich Track and Eat benutze, hauptsächlich. Einfach aus dem Grund, weil ich da eine sehr, sehr gute Auswahl habe. Ich finde das Konzept sehr gut, denn ich kann hier verschiedene Tüten erstmal bestellen und auf jeder Tüte steht hinten genau die Zubereitungsmenge. Also ich weiß immer, wie viel Wasser in das jeweilige Gericht reinkommt, wie lange das kochen muss. Das sehe ich sofort auf einen Blick. Und ich habe zwei Einrissstellen, die eine hier oben und hier unten. Oben reiße ich erst auf, koche mein Wasser auf, schütte das bis zum gewünschten Füllstand hier rein. Hier gibt es auch eine Markierung rechts und mache das wieder zu und lasse das dann ein bisschen ziehen. Wenn ich dann essen möchte, reiße ich das hier unten auf und kann dann super wie aus einer kleinen Bowl meine Nahrung daraus essen. Ich blende euch mal kurz ein Video ein, so aus einem Clip, zum Beispiel vom Rheinsteig, wo ich das esse, damit ihr mal so einen eine kleine Vorstellung davon bekommt. Ja, das sieht gut aus. Du hast 8 cm. Ja, ein Stück noch. Ja. Und ich habe 9. Ich gucke einfach bei dir ab. So, Wasser ist fertig aufgekocht und jetzt gibt es für uns beide das Couscous mit Gemüse. Muss 5 Minuten ziehen und so sieht es aus. Sehr lecker, hatten wir auch schon mal bei. Wirklich alle Mahlzeiten davon haben wir bisher geschmeckt. Ich glaube auf 1-2 Beispiele. Das ist eine mexikanische Gericht, war nicht so meins. Aber die haben so viele verschiedene und alle haben wirklich über 400 Kalorien bis an die 500 Kalorien. Und vom Preis her liegt so, ich würde sagen, mindestens bei 6 Euro pro Beutel, eher so 7 bis 8. Aber wie ihr seht, ich kaufe immer ein bisschen mehr, wenn die gerade zum Angebot sind. Und ich finde, dass das eigentlich, wie gesagt, den Preis schon rechtfertigt. Es gibt diese Produkte auch von anderen Anbietern. Und da gibt es dann teilweise auch Mahlzeiten für Frühstück und Mittagessen und Zwischenmahlzeiten. Zum Beispiel Tactical Food Pack ist ein anderer Anbieter. Davon habe ich selber Sachen auf dem West Highland Way probiert. Die Füllmenge ist dann ein bisschen kleiner, die Beutel auch in sich ein bisschen kleiner. Dafür ist die Kaloriendichte und die Nährwerte noch ein bisschen höher und besser, meiner Erfahrung nach. Aber als ich das versucht habe, wurde ich eigentlich nie von einem Beutel abends satt. Also ich musste immer 1,5 Beutel essen. Ich war mit Sebastian dort unterwegs, den ihr vielleicht aus dem Podcast schon mal gehört habt. Und wir mussten dann immer zu zweit quasi 3 Beutel essen, bis wir da satt waren. Und bei dem Track and Eat bin ich eigentlich von einem Beutel normal satt. Aber was ich immer mache und was ich euch auch empfehlen würde abends, sind noch kleine Sachen, die ihr dazu gebt, um das Ganze noch ein bisschen geschmackvoller erstens zu machen, aber auch ein bisschen kaloriendichter. Und mein klarer Tipp, habe ich auch schon oft erwähnt, sind Röstzwiebeln. Da habe ich immer ein bisschen bei. Und ich würde sagen, ich tue noch mal so 30, 40, 50 Gramm in einen Beutel rein. Also schon echt eine große Menge. Wenn das innen drin dann heiß ist, dann zerlaufen die Röstzwiebeln auch, geben da nochmal eine gute Würze und gutes Salz rein und Röstzwiebeln dann bis 600 Kalorien auf 100 Gramm. Also wenn ich abends vielleicht 600 bis 700 Kalorien in so einem Beutel habe, dann werde ich das dann nochmal echt durch 200-300 Kalorien auf durch die Röstzwiebeln. Ja, solche gefriergetrockneten Nahrungspakete könnt ihr euch natürlich auch selber herstellen. Da gibt es auf jeden Fall Mittelwege und Geräte, wie man sowas zu Hause machen kann, auch in schöne Beutel packen kann. Ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, den ich persönlich noch nicht gemacht habe. Aber ich kenne auch viele, die das machen. Da spart man wahrscheinlich eine Menge Geld. Und was ich später noch sagen werde, es gibt auch andere Alternativen auf jeden Fall, was man natürlich abends essen kann. Aber das wäre so meine konkrete Empfehlung, weil es einfach auch nach einem harten Tracking-Tag manchmal einfach wirklich schnell und einfach gehen soll. Kommen wir zur zweitwichtigsten Mahlzeit des Tages für viele, auf jeden Fall das Frühstück. Und da gibt es eine Menge Optionen, die man machen kann. Da ist sehr vieles Präferenz. Was bei mir und bei vielen anderen immer sehr gut klappt, ist das klassische Porridge oder die Haferflocken.
Die kann man einfach auch ohne Milch machen, einfach in normales Wasser ein bisschen aufkochen und dann, ja, wenn man das mit gutem Mischverhältnis erwischt, dann wird das sehr, sehr breiig auch und dabei kann man eine Menge natürlich dazugeben. Alles, was man vielleicht auch an Snacks dabei hat, kann man dazugeben, auf die komme ich gleich noch näher ein, aber zum Beispiel habe ich oft so Fruchtchips dabei oder Schokolade und das kann man dann so ein bisschen im anderen Mischverhältnis dabei geben, damit man nicht jeden Tag das Gleiche isst. Und das wäre auch mein Tipp, sorgt auf jeden Fall beim Frühstück vor allem für Abwechslung, weil wenn ihr einfach nur normales Porridge habt, dann hängt euch das nach 4-5 Tagen auf jeden Fall zum Hals raus und es gibt da natürlich auch verschiedene Geschmacksrichtungen mit Beeren noch dabei oder generell auch Müsli-Mischungen und ja, man sollte wirklich auch darauf achten, dass das dann noch genug kalorienhaltig ist, aber da gibt es so viele Optionen, die dann alle auch wirklich einen guten Brennwert haben, sage ich mal, dass ihr da einfach mal gucken könnt. Was ich persönlich jetzt auch noch mache, ist gar kein Porridge mehr morgens zu machen, sondern auf so Pulver zurückzugreifen, die man auch in Wasser löst und daraus dann so eine Art Shake oder Drink entsteht, die auch noch sehr kalorienhaltig sein kann. Der letzte große Punkt ist das Mittagessen, obwohl man es gar nicht so nennen kann, denn eigentlich isst man beim Tracking nur was in den Pausen mal eben als Snacks und wirklich groß gekocht wird vor allem abends oder auch dann natürlich manchmal morgens nach dem Aufstehen, weil man natürlich am Lager ist, sein ganzes Equipment sowieso raus hat. Und wenn man unterwegs ist, dann kann man das höchstens vielleicht in einer längeren Pause machen, dass man dann wirklich seinen Rucksack öffnet, nochmal seinen Kocher aufbaut, sich was Warmes kocht, also ich persönlich fahre da immer ganz gut mit, tagsüber nur Snacks zu essen. Dann spare ich, wie gesagt, Zeit und freue mich umso mehr auf die Abendmahlzeit. Und auch da sollte man natürlich darauf achten, dass man nicht die ganze Zeit nur irgendwelche Süßigkeiten mitnimmt. Die haben natürlich viel Zucker und helfen uns vielleicht mal kurz für eine Stunde tagsüber, sind auch sehr lecker, aber die geben nicht wirklich viel dauerhafte Kraft, meiner Erfahrung nach, sind natürlich auch ungesund. Und ja, ich kann euch natürlich nur, wie gesagt, persönlich sagen, was ich da so mitnehme. Davon liegt ja auch viel auf dem Tisch. Also Fruchtchips aller Art klappen für mich sehr, sehr gut. Bananenchips, die hängen mir eigentlich nie zum Hals raus. Dann gibt es so kleine Beutel, zum Beispiel Knuspererbsen. Die geben auch eine Menge Salz, was ich auch mal wichtig finde. Salz hilft natürlich ein bisschen, den Elektrolythaushalt zu stabilisieren. Und ist immer gut für unterwegs. Kekse, vor allem in diesen Verpackungen, das sind jetzt Haferkekse, haben auch viel Eiweiß, natürlich auch eine Menge Zucker, aber ein bisschen Süßes unterwegs ist meiner Meinung nach auch immer ganz gut. Dann natürlich die klassischen Riegel, Power-Riegel, Energy-Riegel, entweder in kleiner Form, das sind so Krokant-Riegel, oder auch diese großen Schokoriegel, das sind spezielle, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Riegel an sich sind natürlich immer ein bisschen teurer, aber auch sehr praktisch und handlich, aber da zahlt man schon mal so 2 bis 3 Euro leider pro Riegel. Und natürlich gibt es da noch viele andere Sachen. Also Nussmix, Trailmix, Schokolade sind alles Sachen, die Leute häufig dabei haben. Ich persönlich finde auch immer wichtig, gerade bei den Snacks, dass das Mengen oder Verpackungen sind, die man gut in einem Stück aufessen kann oder wieder verschließbar sind. Zum Beispiel dieser Beutel, das sind, glaube ich, 100 Gramm genau. Und die kann ich so sehr gut in einer Pause essen, habe dann meine 400 plus Kalorien. Danach kann ich den Beutel dann im besten Fall auch an der Pausenstelle noch entsorgen. Die Bananenchips hier in dieser Verpackung sind jetzt nicht wieder verschließbar, genauso wenig wie die Chips. Die Riegel könnte man auch sofort essen. Und wenn ich dann eben viele Lebensmittel habe, die ich dann nicht in einem Stück aufessen kann, dann eignen sich sehr gut diese Foodbags. Und da benutze ich auch wieder den schon viel gepriesenen Noakes-Beutel in der Größe L ist das, glaube ich. Und da kann ich dann einfach meine offenen Verpackungen, die sich so angesammelt haben während des Tages, gut reinpacken. Und am Ende des Tages hole ich mal raus alles und mache den ganzen Dreck und die Krümel mal da raus. Aber ich kann das wirklich wieder verschließbar hier festmachen. Das ist wasserdicht und da bleibt dann alles, sage ich mal, sehr ordentlich im Rucksack. Und natürlich, im Rucksack sind dann auch keine Krümel oder sowas. Ja, und als Tipp generell für alle 3 Tagesmahlzeiten eignen sich diese Komplettnahrungsmittelprodukte sehr, sehr gut zum Tracking. Und diese Anbieter, die gab es ja jetzt in den letzten Jahren wirklich zahlreich. Ich will nochmal betonen, ich bin da kein Sponsor, ich bekomme da kein Geld für. Das machen ja viele, also viele werben auch für diese Produkte. Ich nicht, sondern ich empfehle wie immer nur Sachen, die ich selber wirklich benutze und sehr gut finde. Und ich persönlich bin da auf die Firma Plenty gestoßen und benutze da beim Tracking 2 Produkte. Einmal, wie gesagt, diese Riegel davon
und morgens zum Frühstück oder auch manchmal zwischendurch ja, so ein Shake Eiweißpulver. Und der Vorteil bei Plenty meiner Meinung nach ist, dass alle Produkte, egal welcher Form sie sind, also Pulver, Riegel und es gibt auch warme Mahlzeiten, kleine davon, dass die alle dieselben Nährwerte haben. Also immer 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Nahrung, 400 Kalorien und 26 verschiedene Vitamine, die man meiner Meinung nach auch nicht außer Acht lassen sollte. Das Pulver, wie gesagt, esse ich hauptsächlich beim Frühstück und tue da einfach ein bisschen was in meinen normalen Topf rein. Rühre das um und dann habe ich eigentlich richtig schnell eine kalorienhaltige Nahrung, die ich dann halt trinke und kann den Topf dann auch dementsprechend sehr, sehr schnell immer sehr sauber machen wieder. Diese Riegel gibt es in ganz vielen anderen Geschmacksrichtungen. Ich hatte da bisher Vanille und Pizza sogar noch. Hört sich komisch an, schmeckt aber einigermaßen okay. Hat sich dann herausgestellt, dass Schokolade mir aber doch am besten schmeckt. Und ich finde die Sachen wirklich praktisch. Wenn man die ein bisschen mehr auf Menge kauft, sind die auch deutlich billiger als so Riegel, die man vielleicht im Supermarkt kauft. Das Pulver kostet pro Portion, glaube ich, nur 1,30 € oder so. Und wie gesagt, wirklich sehr nahrhaft, auch wegen den Vitaminen, was mir zum Beispiel auch auf längeren Touren wichtig ist. Manchmal nehme ich auch noch ja, so Vitaminkapseln mit. Also Multivitamin hier, wo halt Mineralstoffe wie Magnesium zum Beispiel drin sind. Und Magnesium kann wahre Wunder wirken. Also es lohnt sich auch teilweise mal einzeln Magnesium mitzunehmen und das mal abends vorm Schlafengehen zu nehmen. Der Körper und die Muskeln saugen das wirklich auf. Das beugt Krämpfen vor und Erscheinungen. Und am nächsten Tag ist dadurch meiner Erfahrung nach auch der Muskelkater mal ein bisschen geringer. Ja, diese Planung ist schön und gut, aber was mache ich, wie gesagt, wenn dann nach spätestens 4, 5 Tagen vielleicht meine ganze Nahrung, die ich mir so vorbereitet habe, leer ist im Rucksack, weil ich ja vorher nicht so viele Kilos mitschleppen wollte? Dann kann ich, wie gesagt, dafür sorgen, dass ich mir dann Teile dieser Ration irgendwie zuschicke und die dann wieder in meinen Rucksack packe. Oder, was ich zum Beispiel auch schon gemacht habe, auf dem Saun- und Höhenflug zum Beispiel, dann den örtlichen Supermarkt anlaufen und mir da die Produkte ansehe. Und man kann natürlich in einem Supermarkt in Deutschland jetzt nicht diese Tracking-Nahrung oder wahrscheinlich auch nicht dieselben Produkte kaufen, die ich mir vielleicht vorher zugelegt habe. Deswegen sollte man sich vielleicht vorher schon mal ein bisschen Gedanken machen. Ich persönlich beziehe meine Produkte zum Beispiel bei Rewe und wenn ich dann auf einer Tour bin, dann suche ich auch gezielt einen Rewe-Markt und kenne da eigentlich die Produktpalette schon sehr gut. Deswegen meine Empfehlung: Geht mal in den Supermarkt rein und sucht mal Lebensmittel, von denen ihr wisst, dass sie euch schmecken, die gute Werte fürs Tracking haben, also 400 Kalorien oder mehr und auch vielleicht eine ja, passende Form haben, also kompakt und vielleicht wieder verschließbar. Und so ist man dann eventuell auch, wenn man nachkauft, dann relativ schnell beraten und kann dann gucken, was für die nächsten Tage irgendwie auch noch halbwegs sinnvoll ist. Ja, natürlich kann ich mir den Luxus erlauben, an dem Tag, wo ich dann nachkaufe, kann ich natürlich was sehr, sehr Dekadentes fürs Abendessen mitnehmen. Ich trage das ja dann höchstens noch vielleicht einen halben Tag mit mir rum und da kann ich wahrscheinlich einfach, wenn ich die richtigen Kochutensilien habe, wie zu Hause kochen, so klassisch würde ich sagen, Nudeln oder sowas. Und ansonsten gibt es noch viele andere Gerichte, die dann bis auf diese Fertignahrungsmittel sich eignen würden, um halt relativ leicht auch und kalorienhaltig Abendessen zuzubereiten. Und Klassiker wären da halt auch getrocknetes Gemüse, Couscous, Bulgur, Nudeln, Reis, rote Linsen, Erbsen, Kichererbsen oder es gibt auch verschiedene Mischformen, also Mixformen. Von Barilla zum Beispiel, das habe ich auch oft benutzt, halt verschiedene ja, Weizen und Erbsen und sowas. Und das kann man auch sehr, sehr schnell halt kochen. Man muss natürlich darauf auch achten, dass man nicht unendlich Brennstoff verbraucht abends beim Kochen. Deswegen zum Beispiel rote Linsen, die haben die niedrigste Kochzeit oder andere Hülsenfrüchte. Und ja, die haben eigentlich auch immer alle einen sehr, sehr guten Eiweißwert und Kalorienwert. Falls ihr mein ausführliches Kochervideo gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich hauptsächlich mit Esbit oder auf längeren Touren mit Gas koche und damit auch dann mein Essen ganz normal zubereite. Da muss man sich kurz gesagt noch ein paar Fragen stellen, ob ich dann sehr kleine Töpfe mitnehme, in denen ich dann nur Wasser koche, was ich dann zum Beispiel für diese Fertig-Tracking-Nahrungsmittel brauche und zum Beispiel für den Shake oder sowas, oder ob ich größere Töpfe mitnehme, weil ich weiß, dass ich ja, öfter Sachen aus dem Supermarkt irgendwie kochen möchte. Und um das Ganze halt eben zu essen, eignen sich das Tracking-Besteck. Und ich würde euch immer empfehlen, einen Göffel zu nehmen, also die Mischung aus Löffel und Gabel, und darauf zu achten, dass die einen sehr langen Stiel haben.
weil ich natürlich bei diesen Nahrungsmitteln von oben reingehe. Bei dem Track and Eat ist es sehr praktisch, dass ich das, wie gesagt, hier in der Mitte abreißen kann und mein Löffel dann nicht so lang sein muss, aber auch damit, mit der Länge, habe ich dann auf jeden Fall ja, eine bessere Erfahrung beim Essen. Manche sind zweigeteilt, das ist auch okay. Das habe ich auch mal vorher verwendet. Ich habe dann gemerkt, ich brauche eigentlich selten was anderes als sowas. Das hier hat sogar noch eine Schnittkante an der Seite, also ich kann damit auch schneiden. Wir haben meistens immer noch ein Taschenmesser damit. Das Victorinox 7-in-1 habe ich auch schon mal empfohlen. 21 Gramm, was man meistens auch in seinem Erste-Hilfe-Kit haben sollte. Und mit dem Messer kann man auch mal notdürftig ganz gut schneiden, wenn man abends rudimentär kochen will. Zum Beispiel Zwiebeln oder so habe ich damit schon gut geschnitten, also Gemüse, um irgendwas beizugeben. Und deswegen verzichte ich bei meinem Besteck eigentlich immer auf ein extra Messer noch zum Essen. Es gibt natürlich immer die Option des Cold Soakings, für alle, die das schon mal gehört haben. Also, dass ich wirklich keine warme Mahlzeit am Tag habe und zum Beispiel ein Couscous-Gericht mit kaltem Wasser zubereite, das ein bisschen ziehe und dann kalt esse. Für mich ist es persönlich nichts. Also ich freue mich schon auf diese warme Mahlzeit, vor allem mit diesen ultraleichten Kochlösungen, die es momentan oder heutzutage gibt, ist die Gewichtsersparnis da meiner Meinung nach auch nicht mehr so groß. Und das muss natürlich jeder für sich selber wissen, aber meine Empfehlung ist es auf jeden Fall nicht. Was ich noch empfehlen würde, ist natürlich immer Kaffee und Tee dabei zu haben. Und beim Kaffee gibt es meiner Meinung nach zwei gute Möglichkeiten. Einmal diesen Instant-Kaffee und da habe ich viele getestet, habe ich auch schon mal im Kochervideo erzählt und ich benutze da den von Jacobs, den Espresso. Das sind kleine Beutel, die man auch sofort danach wieder wegwerfen kann und da reicht einer für einen guten Kaffee auf jeden Fall morgens. Obwohl es Instant-Kaffee ist, schmeckt es mir immer eigentlich sehr, sehr gut. Man darf natürlich keinen Vollautomat-Kaffee erwarten, aber ich finde es auf jeden Fall für den Instant-Kaffee, wie gesagt, sehr gut. Tee habe ich auch immer dabei. Meistens nehme ich irgendwie einen beruhigenden Tee, sowas wie Kamille oder Baldrian. Ein für abends dann und ein Kaffee für morgens. Eine andere Kaffee-Zubereitungsmethode ist noch der Cowboy-Kaffee. Dabei nehme ich nur Kaffeepulver mit, was ich vielleicht auch noch selbst mahlen kann unterwegs oder einfach fertiges von zu Hause mitnehmen. Und das tue ich dann nur in meine Tasse rein und warte vorsichtig, bis das Pulver sich quasi unten abgesetzt hat und trinke das dann auch. Könnt ihr euch mal anschauen, da gibt es ein paar Zubereitungsmethoden. Ich persönlich bin aber mit dem Jacobs Kaffee, wie gesagt, sehr zufrieden und das mit dem Cowboy Kaffee wäre vielleicht eine Alternative für Leute, die da noch ein bisschen höherwertigen Kaffee trinken möchten. Ja, zum Schluss, wie versprochen, nochmal jetzt ein Beispiel, jetzt konkret mal von mir, eine Berechnung, wie ich das in Schweden gemacht habe, auf dem Kungsleden. Ich blende das mal gerade ein. Und ja, da seht ihr zum Beispiel, das ist auf 10 Tage jetzt gerechnet. Also fürs Frühstück habe ich da insgesamt 1500 Gramm, also 150 Gramm pro Tag von diesem Plenty Shake, den ich euch gerade gezeigt habe, eingeplant. Und der hat dann eben diese 422 Kalorien pro 100 Gramm und 26 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Und tagsüber, da haben sich meine Rationen dann in dem Beispiel auch pro Tag auf einen dieser Plenty-Riegel mit denselben Werten zusammengesetzt. 900 Gramm von den Haferkeksen, 500 Gramm geröstete Erbsen, 900 Gramm Eiweißchips, wie gesagt, alles Sachen auf 10 Tage. Ich habe jetzt nicht jeden Tag alles von den 4 gegessen, sondern zum Beispiel mal ein Riegel, ein paar Kekse, einen Beutel von den Erbsen. Und rechts an den Werten seht ihr auch, dass jetzt alle über 400 Kalorien haben, alle guten Eiweißwerte, bis auf die Bananenchips. Dafür haben die halt, weil die geröstet sind, ein bisschen mehr Fett und dadurch noch ein bisschen mehr Kalorien. Und die Erbsen zum Beispiel auch noch sehr viel Salz. Also dass man da so eine gute Balance hat aus Salz, ein bisschen Zucker, Fett und vor allem finde ich persönlich immer am wichtigsten dem Eiweiß. Abends die Track-and-Eat-Beutel, da habe ich wirklich pro Tag einen Beutel eingeplant. 600 Kalorien auf 100 Gramm, 10 Gramm Eiweiß, kommt natürlich auf das Gericht da immer an. Da müsst ihr euch einfach mal die einzelnen Gerichte angucken, was ihr da so mögt. Und wie gesagt, habe ich da immer noch die Röstzwiebeln mit eingerechnet. Auf 10 Tage 600 Gramm, also 60 Gramm Röstzwiebeln. Das hat sich herausgestellt, das war schon echt viel. Ein paar Leute hatten deswegen auch leichte Verdauungsprobleme. Aber ich finde es immer noch sehr lecker dadurch. Und man hat natürlich auch eine Menge mehr Kalorien. Insgesamt sind das dann 7200 Gramm Essen auf 10 Tage. Also 720 Gramm pro Tag, was ich da eingerechnet habe. Und insgesamt 35.665 Kalorien. Das entspricht 3.567 Kalorien pro Tag. Ich habe das nochmal für das Eiweiß ausgerechnet, weil man da auch mal ein bisschen schauen muss, wie viel Eiweiß man pro Tag so zu sich nimmt, wenn man so eine größere Belastung vor sich hat. Und das war dann ein Wert von ungefähr 100 Gramm Eiweiß pro Tag, was natürlich schon
ein sehr, sehr guter Wert ist. Ja, ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen helfen und ich habe euch mal einen Einblick gegeben, vor allem so wie ich das mache. Wie gesagt, ist das echt eine Präferenzsache. Natürlich schmeckt jedem Menschen was anderes oder er bereitet Sachen auch gerne anders zu, hat mehr Fokus auf das Frühstück, mehr auf das Abendessen. Alles sehr individuell. Ich hoffe trotzdem, das konnte euch ein bisschen helfen und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.